Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Luis, mein Kanal heißt Luis Zockt und ihr seht schon, wir sind wieder in Jurassic World Evolution in unserer eigenen kleinen Karriere, wo wir uns einen Park bauen. Und ja, ihr seht schon, unten links, die Aufgaben sind nicht die wie zum Ende der letzten Folge. Das liegt daran, dass ich den Speicherstand neu laden musste und dem Namen geben musste, deswegen ist da ein bisschen Zeit vergangen. Einfach ignorieren, wir machen jetzt die Aufgaben da, die neu sind, und dann geht das schon. Hab nichts verpasst, ich habe nichts gebaut, ich habe nur einen Hubschrauber losgeschickt, um Leute, um hier, ja, Fossilien zu finden. So, dann brüten wir jetzt einfach mal einen Edmontosaurus aus, würde ich sagen. Mit einer Belastbarkeit von 33, oder? Hey, das ist ja Standard. Ja, dann machen wir das. So, und den Ceratosaurus werde ich erstmal nicht ausbrüten, solange ich nur ein Gehege habe, weil das hier ein Pflanzenfressergehege ist und das passt nicht so gut, wenn dann der T-Rex drin, der Ceratosaurus drin ist und dann alle auffrisst. Edgewin und Strutti und so weiter. Schreibt mal Namen für die Dinos in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, was ihr haben wollt. Also schreibt den Dino rein und dann den Namen. Ich schaue in der Zeit mal so ein bisschen, was es hier gibt. So, ob ich schon irgendwas freigeschaltet habe. Nein, hier nicht. Da auch nicht. Hier vielleicht das Nachladetempo. Ja, das war's schon. Da ist er, unser Dino, unser Edmontosaurus. Und hört zu. Das war herausragende Arbeit. Ich weiß. Meinen Dank. Ja. Was haben wir freigeschaltet? Ich habe eine interessante. Ja, das nehmen wir an. Durch sie könnten wir zusammenarbeiten und Leben erschaffen. Echtes Leben. Wenn Sie Dr. Malcolm zugehört haben, wissen Sie, wie wichtig das für uns ist. Ich habe dem zugehört, zufällig. So, dann holen wir uns jetzt schnell 50% und dann. Ich wusste, dass Sie auf meiner Wellenlänge sind. Hinterfragend, voller Antrieb. Und ich wusste, Sie könnten nicht widerstehen. Also los. Ja, immer doch. Zusammen können wir eine authentischere Version unseres Dinosauriers erschaffen. Ja, Kajal, du kannst jetzt aber auch einfach mal ruhig sein. Ich will nicht böse sein, aber du redest mir hier gerade die ganze Folge voll.
So, ich habe einen Plan. Wir warten jetzt, bis dieser Heli hier. Oh, Sturm. Sollen wir die Bunker öffnen? Haben wir überhaupt schon Bunker? Ich schau mal kurz nach. Ich mag diesen Auftrag. Das sollten Sie auch. Haben wir schon einen Bunker? Ne, wir haben noch keinen Bunker. Dann baue ich jetzt mal schnell einen, ne? Oder haben wir den noch gar nicht freigeschaltet? Doch. Auch wenn wir ihn jetzt gerade nicht mehr brauchen, alles gut. Irgendwann braucht man den Bunker. Oh, das sehr, sehr gut, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Das verkaufen wir. So, da haben wir wieder was Neues gefunden. Was wollt ihr? Na. Premium und Amphibienfossilien. Perfekt. Ja. Dann warten wir jetzt mal kurz. Wie geht es euch? Beides 100% und dir? Auch alles 100%. Perfekt. Perfekt. Sagst du jetzt wieder was? Wir machen große Fortschritte. Ich stehe möglicherweise an der Schwelle zu einem Wunder. Und ich stehe hier nicht zuletzt wegen Ihres Beitrags. Aha. Jetzt müssen wir unseren Dino ausbrüten, schlüpfen lassen und aufziehen. Dann wissen wir, ob wir für unsere Mühen belohnt werden. Ah, okay, dann machen wir das wohl. Ich hätte das selbst nicht besser machen können. Danke. So, was ist alles geschützt? Dieser Bereich, das ist ja der größte Teil. Da hinten kommt dann noch einer hin und dann. Und dann können wir erstmal abwarten. Wenn der hier hinkommt, verbraucht der fast keinen Platz. Weil da eh nichts Großes hin kann wegen dem Wasser. So, und dann. Perfekt. Dann können wir abwarten erstmal. Ich finde, wir sollten jetzt mal beim Forschungszentrum nachschauen, was mit den Gebäude-Upgrades da unten, was denn mit hier dem Erfolgsrate ist. Das können wir sofort machen. Ja, reicht erstmal dann. Und wo ist unser Trieze? Da ist unser Trieze. Boah. Krasser Typ. Ihr könnt natürlich wie immer gerne das hier unten links die Beschreibung lesen. Macht dafür einfach langsamer oder lest einfach schnell. Und wie es euch vielleicht am Abspann auffällt, also noch nicht, ne? Aber irgendwann kommt ja auch gleich der Abspann. Und wie es euch dann vielleicht auffällt oder auch in den anderen Videos, ich habe mein MacBook wieder. Das heißt, ich kann jetzt wieder Sachen einstellen.
Wie zum Beispiel, dass da mein Abo vorgeschlagen wird. Ist das nicht schön? So, da ist der Schutzraum fertig. Perfekt. So, jetzt müssen wir aber mal wieder unseren Dino umbenennen, ne? Edgywin. Wie nennen wir den denn? Edmund. Schreibt in den Kommentare bessere Namen. Wir können die ja auch umbenennen, aber ich habe gar keinen Plan, wie ich die alle nennen soll. Ich glaube, die hier nenne ich Trixie. Und sonst entscheidet selbst. Aber jetzt hört erstmal zu. Episch. Oh, wie süß. Boah, ich liebe die Grafik von diesem Spiel, ne? Ich liebe die Grafik. Sag mal, das sind Dinos, das sind Tiere, nicht Exemplare. Das ist unsere nächste Aufgabe. Dafür sorgen, dass unsere Exemplare gut versorgt sind. Dinosaurier wohl. Die Schwierigkeit bei Dinosauriern ist, dass sie keine Erfahrungen im Umgang mit Menschen haben. Also erwarten sie sich keinen Dank oder dergleichen. Wie viel habe ich denn jetzt von dem? 64%? Ja, dann muss ich wohl nochmal einen Dino. Mit großem Interesse. Und ich bin etwas enttäuscht, dass Dr. Dua sie damit betraut hat, anstatt mich einzuweihen, was sie definitiv hätte tun sollen. Das werde ich später mit ihr besprechen. Ja, tu das. Ich liebe Henry Wu, ne? Auch in den Filmen. Der ist einfach so cool, aber ich will jetzt nicht zu viel spoilern, ne? Aber im letzten Film hat er mir gar nicht gefallen. Da war er ja komplett auf der Seite der Bösen. Aber ich spoilere jetzt einfach nicht zu viel. Schaut euch die Filme selbst an, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt. Und wenn ihr sie schon gesehen habt, dann schreibt es in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und wenn das hier jetzt mal fertig wird, endlich, dann können wir auch die Hakenwurmparasiten erforschen. Und es ist fertig, perfekt. So, dann forschen wir jetzt mal schnell die Hakenwurmparasiten. Und hier haben wir Henry Wu kennengelernt. Ja, ganz toll. Wo ist er denn? Da ist er. Könnt ihr euch auch nochmal durchlesen. Ich liebe die Grafik in diesem Spiel einfach, weil sie so realistisch ist, aber gleichzeitig so. Also es ist einfach. Wir haben Arbeit, die interessant für Sie es ist einfach richtig schön, diese Grafik. So, Hakenwurmparasiten sind erforscht. So, und jetzt, wann kommt ihr zurück? Weil dann kann ich endlich meinen Trieze, ich glaube, ich erforsche dann die beiden Sachen noch. Expeditionszentrum, was brauche ich dafür? Isla Muerta. Also die beiden brauche ich ja nicht, die beiden Teams, erst später. Aber Grabungstempo und Grabungsertrag sollte ich vielleicht noch machen. Und da sind auch schon unsere Leute zurück. Perfekt. Und dann haben wir es gleich schon mit dem Trieze.
Mit 70%. Ah, jetzt verstehe ich den Zusammenhang erst. Die wollen gleich, also die infizieren gleich mein Trieze und dann. Und dann muss ich dem. Und dann muss ich den heilen. Streifen alle nur umher. Deswegen brauche ich die Ranger Station und so. Ja. Was sind denn unsere Fossilien? Ja, da haben wir die 70%. Wie lange braucht das noch? Noch 4, 3, 2, 1, perfekt. So. Dann brüten wir den mal aus, ne? Und dann haben wir direkt zwei Aufgaben. Und dann, wenn wir das vielleicht geschafft haben, dann können wir auch schon Grabungstempo, meine ich, erforschen. Dann kommt unser Grabungsteam, unser Expeditionsteam viel schneller zurück und das ist sehr, sehr praktisch. Wenn man es spielt halt. 1492 pro Minute ist nicht wirklich viel. Wie viele Besucher haben wir denn gerade? 86. Warum ist die Zufriedenheit denn so wenig? Die verantwortungsvolle Verwaltung unserer Tiere und eine sichere Umgebung für unsere Besucher sind gleichermaßen wichtig. Ja, alles gut, alles gut. Unseren Tieren geht's doch gut und den Zuschauern auch, aber die können halt noch nichts sehen, deswegen sind die unzufrieden. Aber sonst. Schreibt auch bitte mal in die Kommentare, ob wir, wenn wir die 3 Sterne hier auf Isla Mataganos haben, ob wir dann auf Isla Muerta gehen sollen oder sollen wir erst versuchen, dann so viele Sterne wie möglich zu erhalten und wenn wir dann irgendwann keine Lust mehr haben, dann einfach, wenn es zu langweilig wird oder wenn wir keinen Platz mehr haben, einfach auf Isla Ich weiß nicht, was jetzt mit den kleinen Dingern passiert, aber Muerta sie sind kommen. nicht mehr unser Problem. Schreibt das mal bitte Damit in die wäre der Kommentare. Auftrag erfüllt. Gut gemacht. Ohne außerordentliche Sicherheitsvorkehrungen würde hier nichts funktionieren. Ach, das ist jetzt Das das, ist was ich unser meinte, Auftrag. ja. Sie haben uns auf Isla Matanzeros gezeigt, wie man ihn erfüllt. Das ist der Falls Alpha wir von diese denen, Belohnung okay. verdienen. Hätte ich nicht gedacht, dass der neue direkt der Alpha wird. Aber ist ja klar, der hat Meine er. Güte, Sie haben einen kranken Dinosaurier. Zeigen Ja, Sie mal ach. einen. Ja, mache ich doch Sonst gerade. tragen Sie auch die Verantwortung für das, was danach kommen sollte. Ich mach das lieber selbst, anstatt einfach zu drücken, halt den mal, weil das viel spannender ist. Um es zu retten, stirbt das, oder was? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ich glaube, der Eddie greift uns gleich an, wenn es so weitergeht. Nein, Eddie. Nein. Sehr brav. Eddie, bitte, bitte nicht angreifen, ja? Nein, Eddie. Nicht machen. Das füllen wir auf. Oh nein, der Trieze greift uns an, oder? Was machen die denn? Boah. Ja. Boah, diese schöne Musik. Unser Weg führt in Richtung.
Das wird das Paradigma verändern. Diese Errungenschaft kann man nicht ignorieren. Oh, durch Ihre Hilfe, das ist wohl klar. Unter meiner Leitung natürlich. Ich denke, wir sind ein gutes Team. Keine Ahnung, wie ich auf Nico komme. Ich gebe aber Ihnen Bescheid. Ich habe Dr. Dua schon unzählige Male an der Aufgabe zerbrechen sehen. Jetzt glaubt sie, durch sie wieder im Rennen zu sein. Boah, der hasst dich richtig. Der hasst dich richtig, ne? Er ist selbst verliebt und hasst sie. Ja. Bekommen wir jetzt auch wieder Aufgaben? Oder? Also das ist jetzt... Das ist jetzt eine Horde. Die sind alleine, weil es kein Alpha gibt. Und der bräuchte vielleicht noch jemanden. Sollen wir einen neuen Strutti ausbrüten oder welche neuen Dinosaurier wollt ihr sehen? Schreibt es in den Kommentaren und damit würde ich auch schon langsam Tschüss sagen. Hier ist doch ein schönes Bild. Wunderschön. Und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Mein Name ist Luis, mein Kanal heißt Luis Zockt und bis nächsten Dienstag. Tschüss.